Herzlich willkommen zu Kochen mit Giddy, mit eurem Showmaster, dem Giddy Master. Ja, nee, Spaß beiseite. Herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Tutorial von mir, dem Giddy. Der Mod, um den es sich heute dreht, ist Spicy Craft oder so. Werdet ihr gleich sehen. Und der fügt einfach ein paar neue Gerichte hinzu. Ein paar tolle neue Gerichte, die man sich so zubereiten kann. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir auch gleich einmal an mit den neuen Features. Da wäre erst einmal hier eine neue Art von Abbaugegenstand. Das wäre hier Salz. Das sind halt diese weißen Blöcke. Und die kann man dann ganz einfach mit einer Spitzhacke abbauen und man bekommt da so Salz raus. Ich stelle mich mal kurz im Game Mode um. Ich meine, es war 0, so. Und ja, jetzt habe ich natürlich eine Spitzhacke. Ja, ihr versteht schon das Prinzip, ne? Einfach kaputt hauen und dann kommt da Salz raus. Dann haben wir hier noch drei neue Buscharten. Da wäre einmal hier der blaue, das wäre ein Busch für Pfeffer. Das heißt, wenn man das hier mal kaputt haut, dann kommt da so Ground Pepper raus. Dann hätten wir noch einen blauen für Blaubeeren und einen roten für Erdbeeren. Mit denen kann man allerdings noch nicht viel machen, also mit diesen drei Sachen. Die sind nur vorher schon implementiert, genauso wie diese Sachen hier, wie eins von den beiden Sandwiches, ich weiß nicht mehr welches. Dann hier Fried Eggs, das kann man auch noch nicht craften, und Chicken Noodle Soup, das kann man auch noch nicht craften. Aber den Rest, den kann man alles craften, und dann würde ich mal sagen, fang ich an, euch zu zeigen, wie man es craften kann. Ja, als erstes gibt es drei neue Grundsachen. Da wäre einmal hier das Tafelsalz, das ist eben das Salz, was man aus diesem Block bekommt, und das Curry. Pfeffer wird auch noch so eine Grundzutat sein, aber das kommt bald erst. Ja, Tafelsalz bekommt man eben daraus. Das Currypulver macht man einfach, indem man einen Samen nimmt und hier reinlegt, dann bekommt man Currypuder. Und ja, dann wollen wir mal anfangen. Das erste, was ich euch zeige, ist der gesalzene Fisch. Und zwar braucht man dafür einen gebratenen Fisch. Den legt man hier rein. Und dann legt man hier irgendwo noch ein Salz rein. Dann bekommt man drei gesalzene Fische. So, die gesalzenen Fische machen meines Wissens nach ein Hungersymbol weg. Ja, kommen wir als nächstes. Das wäre hier was mit dem Brot. Und zwar wäre das Sliced Bread. Hier, Sliced Bread. Das macht drei Hungersymbole weg, also pro Sliced Bread. Und davon mache ich mir gleich mal ein bisschen mehr, denn das brauchen wir gleich noch für andere Sachen. So. Und ja, das wäre das Sliced Bread. Da wäre das sogenannte Beefed Jerky. Und zwar brauchen wir hier einmal so ein Steak. Legen das irgendwo rein und dann brauchen wir nochmal Salz. Und dann bekommen wir drei Beef Jerky. Die machen jeweils anderthalb Hungersymbole weg. So, kommen wir nun zu den etwas größeren Gerichten. Und zwar wäre da anfangs mal das sogenannte Sandwich. Das wäre hier so ein Pork and Beef Sandwich. Ich weiß nicht mehr genau, welches von beiden gemacht werden konnte. Auf jeden Fall brauchen wir dafür Sliced Bread. Einmal oben und unten. Dann brauchen wir Steak, meine ich. Einmal Tafelsalz und noch einmal Tafelsalz. Und daraus bekommen wir dann Pork Sandwich. So, zwei Stück. Diese Pork Sandwiches machen, ich glaube, zweieinhalb bis dreieinhalb Hungersymbole. Müsst ihr testen. So, was haben wir noch? Wir hätten noch einmal eine Nudelsuppe. Und zwar brauchen wir dafür eine Schüssel. Die legen wir unten rein. Und ein bisschen Weizen. Weizen legen wir dann jeweils hier rum. Wir könnten auch die Schüssel so hinlegen oder so hin. Oder jetzt so, oder so, oder so. Egal, Hauptsache man hat da 5 Weizen drin und eine Schüssel. So, da bekommen wir Nudeln raus. Und aus diesen Nudeln heraus, das können wir noch ein bisschen verfeinern mit ein bisschen Curry und Salz. Und auch ein bisschen Fleisch, da legen wir einfach mal die Nudeln hier rein. Einmal noch Salz, dann Curry und noch einmal Fleisch. Oder was ist das Fleisch? Das Fleisch war's. Ja, gebratenes Schweinefleisch. So. Und daraus bekommen wir dann Curry. Curry macht dann noch ein bisschen mehr weg. Das gibt, glaube ich, 5 Hunger. Und Nudeln, die machen die volles Hunger weg. Kann sein. Muss ich gucken.
Ja, das wären so die grundlegenden Sachen. Die ganzen neuen Dingens hier, Ores oder so, und auch die neuen craftbaren Essenssachen. Wie gesagt, Fried Eggs, Chicken Noodle Soup und so, das geht noch nicht. Zumindest hab ich noch nicht herausgefunden, wie, und auch der Entwickler hat es nicht auf die Seite des Mods geschrieben. Deswegen müsst ihr einfach mal abwarten, bis da ein Update kommt, und dann geht das auch. So, dann würde ich mal sagen, das war's vom Ingame-Teil und wir sehen uns Outgame. So, wir befinden uns hier auf dem Desktop-Teil und auch auf der Seite des Mods im Minecraft-Forum. Und ja, was gibt es hier alles zu sehen? Hier gibt es ein paar Screenshots. Hier kann man auch gucken, wie die ganzen Crafting-Rezepte noch einmal sind. Downloads hier unten, Terms of Use und so weiter. Könnt ihr mal durchgucken. Und ja, wollen wir das mal downloaden? Dazu gehen wir hier unter Downloads und klicken hier. Brauche ich nicht. Dann kommt ihr auf eine Mediafile-Seite und downloadet es euch. Ich habe das schon gemacht, deswegen muss ich das nicht mehr machen. Und wir brauchen auch noch den Modloader. Dazu gehen wir entweder hier auf die Seite von Kisugami, Link in der Beschreibung, oder hier unter Installation und hier vorne. Und dann, das ist ein Link auf die Seite und dann könnt ihr euch das hier runterladen. So, wenn ihr das gemacht habt, zieht ihr euch das mal auf den Desktop. Und dann gehen wir wieder in unsere Punkt Minecraft. Dazu geben wir ein AppData, also Prozentzeichen, AppData, Prozentzeichen, Rooming, Punkt Minecraft bin und Minecraft da. Ihr kennt das ja. WinRAR Archiver öffnen. Und falls ihr einen Meta-Info-Ordner habt, löschen. Modloader öffnen. Alle Dateien kopieren. Von oben bis unten und reinziehen. Und dann das gleiche mit Spicecraft Holiday machen. Also in den Ordner Spicecraft Holiday, Minecraft Jar und dann von oben bis unten alle markieren, auch den Chicken Nugster Ordner und einfügen. So, das war auch schon die Installation gegen Superfix, wie immer. Und dann würde ich mich mal bedanken fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Ja, tschüss und Arrivederci, euer Gedi.